Primärverbraucher setzen auf eine Wasserenthärtungsanlage, die durch die hier zum Einsatz kommenden chemischen Prozesse aus hartem Wasser weiches Wasser macht. Eine sehr bekannte und beliebte Enthärtungsanlage ist das Modell von ACMOS, welches wir uns in diesem Vergleichstest einmal genauer anschauen möchten. Die ACMOS Wasserenthärtungsanlage mit der Bezeichnung R2D232 kostet in etwa 400 Euro. Wir haben den besten Preis, den wir laut unseren Recherchen gefunden haben, unten in der Infobox verlinkt, also unter diesem Video in der Beschreibung. Es handelt sich bei diesem Gerät um eine hochwertige Wasserenthärtungsanlage, die auf ganz vielen Testportalen als Preis-Leistungssieger daherkommt. Dabei handelt es sich eben um ein Gerät, das nicht nur sehr günstig ist, sondern auch in der Praxis auf ganzer Linie in den allermeisten Disziplinen überzeugt. Wir haben bei diesem Gerät eine Filterkapazität von 1600 Litern. Damit ist sie für Haushalte von bis zu 5 Personen sehr gut geeignet. Auch ist sie ausgestattet mit einem abnehmbaren Deckel, sodass ein einfaches Auffüllen des Regeneriersalzes eben ermöglicht wird. Und insgesamt kann die Anlage 25 Kilogramm Salz aufnehmen. Je nach bestehender Wasserhärte und Wasserverbrauch reicht eine Salzfüllung in der Praxis für eine Laufzeit von etwa 3 bis 4 Monaten aus. Mit einem Salzverbrauch von etwa 1,28 Kilogramm pro Regeneration liegt diese Enthärtungsanlage letztendlich vergleichsweise im oberen Mittelfeld. Das elektronisch wassermengengesteuerte Ventil BNT 1650 ist werkseitig auf eine verzögerte, volumengesteuerte Regeneration eingestellt. Das heißt, wir haben hier eine Enthärtungsanlage, die nicht unmittelbar nach Erreichen der voreingestellten Weichwassermenge in den Regenerationsmodus schaltet, sondern die Regeneration eben innerhalb der Nacht eingeplant wird. Hierbei wird ebenso eine Reservekapazität eingeplant, sodass dieses Gerät von ACMOS den Haushalt den ganzen Tag mit ausreichend Weichwasser versorgen kann. Und letztendlich, dank des integrierten Bypasses, für das unbehandelte Leitungswasser haben wir auch während der Regeneration, welche ca. 30 Minuten in der Praxis benötigt, die Wasserversorgung, die eben durchgängig gegeben ist. Ebenfalls praktisch bei der ACMOS R2D2 ist, dass wenn das Gerät innerhalb der nächsten 10 Tage eben inaktiv ist, dass dann eine sogenannte Zwangsregeneration durchgeführt wird, um eben eine Keimbildung in der Anlage ausschließen zu können. Wir können letztendlich sagen, dass die ACMOS Enthärtungsanlage sich technisch auf einem sehr guten Niveau befindet, insgesamt gut verarbeitet ist und den Haushalt sehr zuverlässig mit qualitativ hochwertigem Weichwasser versorgt. Die Verbrauchswerte der Anlage finden sich im oberen Mittelfeld und sind ebenfalls in einem guten bis sehr guten Niveau angesiedelt. Aufgrund des unschlagbaren Preises und des vielseitigen Zubehörs, das eben mit dabei ist, ist diese Anlage vor allem aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses überzeugend und einen Kauf wert. Das Gerät ist zudem energiesparend, umweltfreundlich und einfach zu installieren. Allerdings hat sich gezeigt, dass erfahrungsgemäß etwas mehr Platz eingeplant werden sollte. Auch fehlen einigen Nutzern die Bilder in der Bedienungsanleitung. Also sie könnte etwas besser bebildert sein. Alles in allem haben wir hier aber ein Gerät, das die allermeisten Kunden zufriedenstellt und ein Preis-Leistungs-Verhältnis eben bietet, das so von keinem oder so gut wie keinem anderen Hersteller geboten wird.